Hallo, liebe Freunde, mein YouTube-Video geht jetzt über Johann Sebastian Bach und ich will euch gleich einen kleinen Ausschnitt aus einem Video zeigen, der verdeutlichen soll, warum man wenigstens ein bisschen über Johann Sebastian Bach wissen sollte. Ich bin ein großer Freund von ihm, selber bin ich leider musikalisch wie ein Holzblock. Das hält mich aber nicht davon ab, die Musik von Bach sehr schön zu finden. Anfangen will ich, wenn die Technik mitspielt. Mit einem kleinen Video, das ist aufgenommen worden in Bombay, ein Vorort von Bombay in Indien. Und das möchte ich euch mal kurz anspielen. Dazu, das ist also eine Musikschule in einem Vorort von Bombay in Indien gewesen, die für ein Fest, für eine Vorführung einstudiert hat, eine Suite von Bach und dazu einen indischen Tanz. Den Namen habe ich leider nicht merken können, aber ich finde, wenn in Indien zu Bach getanzt wird, dann sollten wir auch ein bisschen Bescheid wissen, wer denn der olle Bach war. Johann Sebastian Bach. Ich habe hier ein Bild von ihm. Johann Sebastian Bach wurde 1685 in Eisenach geboren, dem gleichen Geburtsjahr wie Händel. Händel ist auch ein Barockkomponist und in England sehr berühmt geworden, auch in Deutschland natürlich. Aber beide haben sich nie getroffen. Also wenn wir hier uns schon mal merken, Bach und Händel, die zwei größten, meines Erachtens größten Barockkomponisten. Bach. Also wie gesagt, 1698 geboren, wenn wir auf unsere Zeitleiste zurückgehen und später dann auch hier eintragen, dann wird klar, dass wir hier wieder zurückgehen, 1900, 1850, 1800 Napoleon ist hier eine Zeitepoche, 1750, 1700 und dann 1650. Der 30-jährige Krieg ist gerade vorbei, wir haben 1685 und Bach wird geboren in Eisenach. Die Eltern von Bach sind mit 10 Jahren gestorben, also als Bach 10 Jahre alt war. Der Vater und der Großvater von Bach waren auch schon Musiker und, haben lokale Berühmtheit gefunden. Bach soll, so geht die Überlieferung, sehr früh Freude an Musik gehabt haben und ist auch viel als junges Kind in die nächste Stadt marschiert und oder überall dort, wo berühmte Orgelspieler in Kirchenorgeln Musik machten und hat sich da angehört, die Musik, meistens geistliche Musik, die in den Kirchen gespielt wurde und, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, er hatte natürlich große Not, überhaupt diese Musik festzuhalten, denn es gab keinen Musikträger. Der einzige Träger von Musik waren Noten. Papier auf Papier geschriebene Noten, es gab keine Kassetten, es gab keine CDs, es gab keine DVDs, es gab keinen Träger, womit man in der damaligen Zeit Musik aufbewahren konnte. Entweder konnte man Noten lesen und sich die Musik vorstellen oder man musste ein Konzert tatsächlich besuchen, um Musik genießen zu können. Und die Geschichte geht nun, dass Bach sich beim Mondschein auf das Dach des Hauses zurückgezogen hat und im Mondschein die Noten kopiert hat, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, um sozusagen seiner Freude an der Musik folgen zu können, auch wenn er jetzt nur nicht gerade Gelegenheit hatte, Musik zu hören. Bach jedenfalls lernte Orgel spielen und in der Kirche auch
vorzuführen und wurde dann später Leiter des Thomanerchors in Thomas Kantor in Leipzig, also Leiter des Thomanerchors, eines jungen Chors, der in der Kirche sonntags immer zu spielen hatte oder zu singen hatte. Und er hatte nun die undankbare Aufgabe, jede Woche ein Stück zu schreiben für die sonntägliche Messe, die gelesen wurde und die eben mit Musik begleitet wurde. Der Ruhm von Bach in seiner Zeit als Leiter des Thomanerchors drang bis zu Friedrich II. Von Preußen vor. Das ist er hier auch eine berühmte Gestalt der Geschichte. Friedrich II. Von Preußen, Friedrich der Große, selber ein großer Musikliebhaber. Friedrich II. Spielte Flöte und hier gibt es ein berühmtes Bild von Adolf von Menzel. Mit dem Künstler müssen wir uns auch noch irgendwann mal beschäftigen. Und hier ist er abgebildet, Friedrich II. In Sanssouci, seinem Schloss bei Berlin, wie er Querflöte spielt. Friedrich II. Spielte gut und gerne Querflöte und er hat Johann Sebastian Bach eingeladen an seinen Hof, nach Preußen, nach Berlin, in sein Schloss Sanssouci und hat ihn vorspielen lassen auf den damaligen Musikinstrumenten, die im Grunde genommen, ja, wie soll ich sagen, verkleinerte Klaviere und Flügel waren. Es ist nicht weiter überliefert, ob Friedrich II. Das nun gut fand, was ihm da vorgeführt wurde, ob er von der Person von Bach begeistert war. Es sind da, wie gesagt, keine Überlieferungen erhalten. Jedenfalls kehrte Bach nach Leipzig zurück und schrieb für Friedrich II. Ein Musikstück nach der Rückkehr, das sogenannte musikalische Opfer. Opfer hatte damals einen anderen Begriff als heute. Opfer bedeutete eine Gabe an jemand anderes, also nicht mit Jo, du Opfer. Bach selber hatte 20 Kinder, zwei Frauen und zwei Kinder wurden selbst berühmte Musiker, also seine erste Frau ist früh verstorben. Er hatte dann eine zweite Frau er selber ist dann 1750 verstorben und insgesamt wird von Bach eigentlich gesagt, er war wohl ein bisschen ein unangenehmer Mensch bei allem musikalischen Genie. Er war wohl, heute würde man sagen, traumatisiert durch den frühen Verlust seiner Eltern und von den schlechten Umständen in seiner Jugend. Also er hat sich mit jedem angelegt, auch mit den Kirchenoberen, die ihn beauftragten, Kirchenmusik zu schreiben. Also insgesamt war er wohl ein bisschen ein Streithansel. Mit Johann Sebastian Bach ist der Begriff der Barockmusik verbunden und insbesondere zwei Begriffe, die Polyphonie, das kann man sich vielleicht merken, und der Kontrapunkt. Ich will nachher verdeutlichen an einem Beispiel der Fuge, wie der Kontrapunkt in der Barockmusik funktioniert. Und zwar funktioniert das so, dass mehrere Melodien gleichzeitig spielen, aber insgesamt einen harmonischen Zusammenklang ergeben. Und das will ich euch am Beispiel der Fuge darstellen. Die Fuge ist eine Spielart der polyphonischen Musik. Bei der Fuge wird eine Melodie mehrfach verwendet und das Thema, diese Melodie, wird von Stimme zu Stimme weitergereicht. Ich will euch das einmal vorführen anhand der kleinen Fuge in G-Moll für Orgel von Johann Sebastian Bach. Und zwar ist es hier sehr gut dargestellt, wie die verschiedenen Stimmen bei einer Fuge gegenseitig aufnehmen. Hier sieht man, das ist die Melodie, das Thema. Und jetzt? Jetzt in der Altstimme setzt die gleiche Melodie nochmal ein und hier oben dudelt die erste Stimme weiter, ohne die Melodie zu spielen, aber begleitet die Melodie, die in der zweiten Stimme aufgenommen wurde. Und jetzt setzt die dritte Stimme ein. Und beide Stimmen
die vorher die Melodie aufgenommen hatten, dudeln weiter. Jetzt vierte Stimme. Das Bass. Das soll das Kompositionselement der Fuge also verdeutlichen. Die Fuge eine sehr bedeutende Art der Komposition im Barock. Also die erste Stimme nimmt das Thema auf und spielt es. Die zweite Stimme setzt ein, nimmt die Melodie wieder auf in einer anderen Stimmlage, aber die erste Stimme hört nicht auf, sondern spielt weiter in Begleitung dieser Stimme, und das ist dann natürlich das polyphonische Element, das heißt, verschiedene Melodien arbeiten zusammen und geben insgesamt einen harmonischen Zusammenklang. Dann setzt die zweite Stimme weiter ein oder führt weiter, allerdings nicht die Melodie, sondern eine andere begleitende Melodie, die dann wieder, nachdem die dritte Stimme die ursprüngliche Melodie wieder aufgenommen hat, diese Melodie begleitet. Und so geht es dann immer weiter. Man nennt das Einführung. Hier wird sozusagen die Melodie und das Thema eingeführt, und danach setzen Varianten davon ein oder neue Melodien. Das nennt man die Durchführung oder Exposition. So viel zum Kompositionsschema einer Fuge. Diese Fuge hat Johann Sebastian Bach, oder diese Technik der Fuge hat Johann Sebastian Bach zur absoluten Vollendung geführt und gilt bis heute eigentlich als der Großmeister der Fugentechnik, der polyphonen Musik, des Kontrapunktes. Jetzt ist es natürlich aber tatsächlich so, dass Bach für 100 Jahre in Vergessenheit geriet. Erst Mendelssohn, ein großer Komponist, hat 100 Jahre später bestimmte Werke von Bach wieder aufgeführt. Viele Kompositionen, auch die Bach gemacht hat für die sonntäglichen Kirchenmessen, sind auch verloren gegangen, weil die nicht wertgeschätzt wurden. Also Bach, den wir heute so verehren, war 100 Jahre lang in völliger Vergessenheit, bis ein Komponist die alten Noten wieder rausgekramt hat und angefangen hat zu spielen. Und ich möchte jetzt eigentlich nur anhand von 4, 5 Beispielen zeigen, warum meines Erachtens die Musik von Bach sehr zeitlos ist. Denn man kann sie in allen verschiedenen Varianten spielen der Instrumentalisierung. Und es ist im Grunde genommen eine Instrumentalisierung, eine Art, eine Variante. Eine Improvisation ist eigentlich schöner als die andere, was für die Unsterblichkeit der von Bach komponierten Melodien spricht. Ich will anfangen mit einem Saxophon-Quintett der Quartett der US-Armee. Ihr seht die zwei Stimmen, die eine dudelt weiter, die zweite hat eingesetzt mit der Melodie. Der dritte setzt ein. Die vierte Stimme setzt ein. Jetzt kommt die Durchführung, das heißt, eine neue Melodie wird eingeführt. Die alte Melodie setzt wieder ein. Das ist jetzt ein Beispiel für vier, was sind das, Saxophone, glaube ich, die hier die kleine Fuge in G-Moll spielen. Ich habe noch andere Beispiele,
Zum Beispiel hier aus einer amerikanischen Highschool haben sich 4 Jungs und Mädels zusammengesetzt und haben eine A Cappella-Version der kleinen Fuge. Klein übrigens nur, weil er hat noch eine andere Fuge in G-Moll geschrieben. Die wird eben die große Fuge genannt, damit man die beiden auseinanderhalten kann. Und wenn ihr hier dahinter immer seht, BWF 578, das heißt Bach-Werke-Verzeichnis. Man hat einfach, weil der auch so viel geschrieben hat, der Bach, hat man einfach durchnummeriert, ein Werkverzeichnis erstellt und dann immer eine Nummer vergeben, weil man sich manchmal nicht klar war, wie eigentlich die einzelnen Stücke nun offiziell heißen. Deswegen Bach-Werke-Verzeichnis 1 bis 1020, ich glaube 1020 ist Brandenburgisches Konzert. So, jedenfalls wollte ich auch aus einer amerikanischen Highschool zeigen, was die Mädels da und Jungs super gemacht haben. Ich scroll mal ein bisschen vor. Kann mit dieser Musik die schönsten Variationen machen. Zwei will ich euch noch zeigen. So. Eine andere Instrumentalisierung dieses Stücks, das eigentlich für Orgel ist. Beispiel jetzt gewesen, was man aus diesem um 1700 entstandenen Musikstück alles machen kann, und ich denke, das zeigt, wie hochwertig die Musik ist, weil wenn das nicht nur einfach mal für ein halbes Jahr ein Hit war, sondern über die Jahrhunderte hinweg gespielt wird, auf den verschiedensten Instrumenten, mit großer Freude, auch bei den Jungen, und in aller Welt gespielt wird. Zum Beispiel wie eingangs eine Bach-Suite als Unterlegung für einen klassischen indischen Tanz in Bombay, dann verdeutlicht es eben, dass meines Erachtens diese Musik eine sehr lange Weile noch Bestand haben wird. So viel wollte ich euch erzählen zu Johann Sebastian Bach. Ihr könnt selber auch alle mal durchaus ein bisschen googeln. Ihr müsst
Das ist leider auch sehr viel auf Englisch. Wenn ihr einfach nur mal eingeht, Little Fugue, das schreibt man etwas anders im Englischen, kleine Fuge, dann werdet ihr auf die verschiedensten Variationen der kleinen Fuge von Bach stoßen. Diese kleine Fuge von Bach ist natürlich jetzt nur ein kleines, ganz klitzekleiner Ausschnitt aus dem Werk von Bach. Wir haben das Weihnachtsoratorium, das hat man schon öfters mal um die Weihnachtszeit rum gehört, zumindest ausschnittsweise. Wir haben die brandenburgischen Konzerte, das sind alles sehr eingängliche und leicht zugängliche Musikstücke, die man durchaus einfach mal sich so aussuchen kann im Internet und mal eine Weile zuhören. Es ist wirklich sehr eindrucksvoll. Insofern denke ich, wenn alle Welt ihn als großen Meister der Barockmusik verehrt und er immer noch heute so gespielt wird in der ganzen Welt, dann sollten wir ihn auch etwas kennen, und wenn man aus dem YouTube-Video einfach nur mitnimmt, der Zeitraum, in dem Bach gelebt hat, 1685 geboren, wenn man die Begriffe mitnimmt, Polyphonie und Kontrapunkt, wenn man mitnimmt vielleicht noch, dass er sich tatsächlich mit Friedrich, dem König von Preußen, mit Friedrich II., dem Großen, getroffen hat, und wenn man noch mitnimmt, dass, wie gesagt, heute in aller Welt sein Werk gespielt wird, dann denke ich, reicht es erstmal, um einen kleinen Eindruck von Bach zu bekommen. Und vielleicht hoffe ich, damit dann eure Neugier auf den großen Meister geweckt zu haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.